Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine 5 Minuten Make-up-Challenge vor mir. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wer kennt's nicht? Du hast irgendwas vor oder ein spontanes Meeting, Date, was auch immer, ein spontanes Treffen mit irgendwem. Du hast aber nur noch 5 Minuten Zeit, um dich entsprechend fertig zu machen. Ja, das kommt bei mir leider häufiger vor. Und ja, ich habe mir gedacht, ich drehe sowas tatsächlich mal ab. Ich habe mir jetzt 7 Produkte rausgesucht, die ich in der Theorie sehr, sehr gerne verwenden würde und wo ich denke, dass sie einfach funktionieren werden. Wir sind mal gespannt, ne? Jetzt kann ich ja noch ein bisschen entspannter reden, bevor der Timer läuft, denn ich habe ja eigentlich Zeit, ne? Also das ein Video drehe ich ja Gott sei Dank, wenn ich Zeit habe. Ja, aber ich werde mir gleich einen Timer stellen und ich werde in der Zeit nicht allzu viel reden. Deswegen werde ich dir jetzt im Vorfeld mal die Produkte zeigen, die ich gerne verwenden möchte. Werde den Timer stellen und ich werde dann auch nicht schneiden. Das heißt, du siehst dann auch genau, wie lange ich gerade brauche. Ne? Also, ich hätte gerne in meinem Gesicht von Dr. Pierre Ricot die BB Cream mit Lichtschutzfaktor 20, weil es ist heute 30 Grad und da möchte ich gerne ein bisschen Lichtschutzfaktor haben. Natürlich, meine normale Pflege habe ich schon in meinem Gesicht, ne? Das geht bei mir auch ruckzuck. Das habe ich dir auch schon mal abgedreht. Dann möchte ich gerne ein bisschen glowy sein, weil es ist Sommer und ich stehe auf glowy, ne? Da habe ich mir von L'Oreal das Glossary in Light rausgesucht. Das ist ja die kleine Tube, die ja nur irgendwie so 1,95 Euro kostet. Mega. Und da ist der Plan, dass ich das irgendwie auch mit der Foundation oder BB-Cream zusammen mische und dann ganz schnell in meinem Gesicht verteilen kann. Mal gucken. Der Plan ist auch, dass ich so ein bisschen meine Augenschatten abdecke. Und das mache ich mit dem Cream Concealer von Stila in der Farbe Beige. Das ist auch so ein bisschen dann die Alternative zu dem Becca Under Eye Corrector. Weil das ergibt ja noch ein bisschen Deckkraft, ist aber von der Textur her sehr ähnlich. So, ich möchte auch gerne einen Lidschatten verwenden, aber dann nehme ich einen Cream-Lidschatten. Den hatte ich im Trash-Paket von der lieben Jenny, Mrs. Curly Jen, von Max Factor Smoky Eye Effect. Da bin ich wirklich gespannt, ob ich den in irgendeiner Art und Weise richtig drauf kriege. Das sind ganz schöne Farben, ne? Du hast hier so ein schönes Beige, das ist ganz nett. Und auf der anderen Seite hast du es ein bisschen dunkler, ne? Vielleicht kriege ich das hin. Also ich hätte Bock drauf. Ich kann ja schon mal ein bisschen cheaten und das rausdrehen. Nein, ich cheate nicht. Nein, nein, nein. Nicht cheaten. Eskalier gleich, Claudi. Einen Eyeliner werde ich versuchen mir zu ziehen, aber dann nehme ich hier den Avon Glimmer Stick, Avon True. Das ist in der Farbe Onyx. Den verwende ich auch ganz normal in meinem Alltag. Ja, als Mascara Volume Stylist von Essence Curl and Hold Mascara, ne? Das ist einfach eine gute Mascara und ich denke, dass die auch beim Creme-Lidschatten gut funktioniert. Du hast ja oft das Problem, wenn du dann eine Mascara bei Creme-Lidschatten dir aufgibst, Entschuldigung, es ist nämlich echt noch früh, dass sie dann verschmiert und das ist eine sehr, sehr gut haltbare Mascara. Ja, ich glaube nicht, dass ich Augenbrauen hinkriege, da muss ich ganz ehrlich sein. Ne? Aber ich habe es mir hier mal hingelegt, auch von Dr. Pierre Ricot. Ja, den Eyebrow Pencil in der Farbe Hellbraun. Aber da muss ich ehrlich sein, ich bezweifle, dass ich das hinkriegen werde in der Zeit. Ja, und wenn ich ganz viel Zeit habe, mache ich mir auch noch meinen Schmuck drauf. Aber Leute, ich glaube nicht, dass ich Zeit haben werde. Dann werde ich mir jetzt mal einen Timer stellen. Oh mein Gott, ey. Ich habe meinen Timer auf 5 Minuten gestellt. Ich glaube, das sieht man, ne? Und den lege ich hier hin und dann starte ich. Also, auf die Plätze, fertig, los! Ich weiß gerade nicht, wie viel ich davon nehmen soll, wenn ich auch noch das Glossary verwende. Gib ihm. Viel. Aber egal. Der Hals will ja auch noch versorgt werden. Schmierige Finger. Ah. Okay, okay. Guck mal, ob das jetzt funktioniert. Ja,
Aber immerhin, die Base ist einigermaßen drauf. So, die Chappen. Wow, rausdrehen, rausdrehen. Ah, ich habe noch 2 Minuten, Leute. Okay, okay. Eyeliner. Spiegel. Mascara. Okay, der Eyeliner ist voll furchtbar geworden. Warum ist die jetzt am Krümmeln? Wieso? Ah. Die hasst mich. Da ist gerade zu viel Produkt auf dem Bürstchen. Das ist ja Oberfail. Oh Gott. Das ist so ungefähr die klumpigste Mascara, die ich je aufgetragen habe. Ich habe noch 1,5 Minuten für Augenbrauen. Das wird niemals funktionieren. Niemals. Die Mascara muss noch ausgebessert werden, denn so sieht er furchtbar aus. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, was mache ich denn hier? Die wird noch dicker. Oh nein. Die Mascara will nicht. Sie will einfach nicht. Oh mein Gott, wie furchtbar sie einfach aussieht. Verblenden. In den Haaransatz rein. Schmuck. Viel zu schmierige Finger. Okay, das waren 5 Minuten. Okay, ja, es ist passabel, aber meine Wimpern gehen gar nicht, oder? Ich zoome dich mal rein. Dann siehst du das von nahem. Ja, meine Wimpern sind unfassbar. Ich habe tatsächlich Augenbrauen drauf, auch wenn die Augenbrauen ziemlich furchtbar aussehen. Über meinen Lidlook wollen wir gar nicht reden, ne? Der ist also so gut wie gar nicht vorhanden. Das mit dem Lidschatten, das können wir knicken. Da kriegst du ja nichts auf die Augen. Ansonsten von der Base her finde ich das eigentlich relativ in Ordnung. Ne? So an der Nase, okay, habe ich so ein bisschen was vergessen, aber ich habe einen schönen Glow, meine Haut scheint durch und das sieht alle ganz natürlich aus. Oh mein Gott, aber ich sehe echt fertig aus. Naja. Challenge ist Challenge. Also das ist jetzt tatsächlich meine 5 Minuten Make-up-Challenge gewesen.
Ich werde tatsächlich noch ein bisschen nachbessern müssen. Ja, also das mit den Wimpern geht gar nicht. Das geht mir gerade voll auf die Nerven. Ne? Aber ansonsten, ich könnte so das Haus verlassen, ohne mich jetzt schämen zu müssen, einigermaßen. Ja, okay, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!